Wir befinden uns hier in einem der Labors für chemische Analysen. Mein Name ist Andreas Bauschitz und ich bin Leiter des Kompetenzzentrums für Tribologie. Der Hauptforschungsschwerpunkt des Kompetenzzentrums für Tribologie ist Reibung, Verschleiß und die Schmierstofftechnologie. Um unsere Experimente durchführen zu können, haben wir eine Vielzahl von Geräten. Für Reibungs- und Verschleißtest, wo wir Kolbenringe zum Beispiel testen können, verwenden wir sogenannte Tribometer. Diese können linear oszillierend oder rotierend oder in anderer Art eine Bewegung zwischen zwei Bauteilen aufbringen. Wichtig ist es natürlich auch, dass wir dann Oberflächen mit Oberflächenmessgeräten vermessen oder die chemische Analyse dieser Oberflächen vornehmen mit sogenannten Rasterelektronenmikroskopen als ein Beispiel. Wenn wir ein geschmiertes System haben, müssen wir natürlich auch den Schmierstoff analysieren. Das kann mit unterschiedlichen Methoden sein, immer mit dem Ziel zu sehen, wie können wir Reibung, Verschleiß minimieren, um weniger Energie zu verbrauchen, um weniger Material einzusetzen und damit einen Beitrag zu liefern zur Reduktion des CO2-Ausstoßes und letztendlich zur Verbesserung unseres Klimas. Was ist denn überhaupt Tribologie? Das können wir in einem leichten Mitmachexperiment gemeinsam erfahren. Dazu legen wir unsere Hände aufeinander und bewegen sie gegeneinander. Und was spüren wir? Wir spüren auf einmal Wärme, wir spüren, dass die Haut sich abreibt und umso fester wir draufdrücken, umso mehr Widerstand gegenüber der Bewegung wir haben. Was machen wir dafür, dass wir weniger Widerstand haben? Wir nehmen eine Handcreme. Wenn wir jetzt die Handcreme einreiben und wieder die Hände bewegen, spüren wir auf einmal, es wird weniger warm, wir haben weniger Widerstand gegen Reibung. Das heißt, die Tribologie ist die Lehre der Reibung, des Verschleißes und natürlich auch der Anwendung von Schmierstoffen.